Aber da hat sie ein bisschen geschlafen, da war natürlich mehr drin für. Urteilen an sich selbst ist es einfach. Spielen souverän. Ah. 1A, wieder diese einhändige Rückhand von Justine Enne. Ah, das ist eine Stärke, wenn sie. Ja, Kompliment, Kirilenko. Hat sie sehr schön aufgebaut, diesen Punkt. Sehr stark. Glänzend reagiert. Und den könnte man einfach beidhändig so nicht spielen, diesen Rückhand-Return. Ist einfach eine Augenweide. Auf der Linie, zweites Ass in Aden, diesmal standesgemäß 4-1. Hier längs Polyester, quer Dame 28-27, Kirilenko. Sehr schön. Kommt noch. Ah. Die traut sich was. Na also. Und wie sie. Den hat sie natürlich kein guter Stoppball. Und ich wollte gerade sagen, da kann sich in der Aden die Ecke aussuchen. Wirklich immer wieder unverständlich, dass auf diesem also Niveau die Chance, Kirilenko zurückzukommen. Diesmal tut sie es. Dann steht fest, man sollte Kirilenko nicht zu viel Tempo geben, denn dann Misshit, Ball nicht richtig fixiert, er kann zufrieden sein. Das sieht auch wesentlich besser aus schon als gestern. 6-1 in Aden spaziert durch die.
ja, wieder der Topspin. Bin gar nicht sicher, ob sie den genau. Sehr schön aus der Defensive heraus den Ball. Der ist zu gut und 15:40, genau wie im ersten, die Möglichkeiten. Kann ruhig noch mal betonen, sicherlich in der wesentlich schwereren Hälfte, in der oberen, wo die großen Kaliber noch warten. Ja. Leicht und lässig. Auch der kommt noch auf der Linie. Da passt wirklich alles. Und dann kriegt sie schon gleich wieder Oberwasser, diktiert dann diesen Punkt, nachdem sie... Wie aus einem Guss. Durch den 6-1, 5-0, 15-0. Und zack. Verfürchte für... Immerhin. Noch mal eine kleine Duftmarke. Das war's. Leicht und locker. Justine Enne-Arden lässt genau ein Spielgewinn zu. Und das war ein Break zugunsten von Kirilenko im ersten Satz. Ja, sie hat vielleicht noch ein paar tröstende Worte da für sie gehabt am Netz. Rucki-zucki. Enne-Arden im Viertelfinale. Wartet auf die Gegnerin. Wer wird sein? Entweder.